Herzlich willkommen bei Snackschmecker, euren Lieblingssnack-Testern im Internet. Was habe ich heute Gutes gefunden? Ja, was ist das Leckeres? Das ist leckeres Apfelmus, aber eine Spezialedition. Pfirsich-Maracuja. Hast du das schon mal gegessen? Nee, habe ich noch Ich nie so auch nicht. gegessen. Und Ich das kenne habe ich mir nur auch gedacht. Originalapfel. Ja, und dann noch Apfelmix Aprikose. Hört sich Ach, richtig lecker lecker an, an. ja. Und die Und Farbe, da die ist konnte schön ich nicht kräftig. widerstehen. Ja, schau mal, der ist so Ja, sieht richtig gelb-orange. lecker aus. Und gut, es ist nur ein kleiner Klecks. Ich habe hier schon mal in die Inhaltsstoffe geguckt. Insgesamt sind, glaube ich, 3% andere Frucht drin neben dem Apfel. Also hier in dem Falle haben wir hier 2% Pfirsichpüree und 1% Maracuja-Saftkonzentrat. Aber das kennt man ja auch von Fruchtsäften. Das reicht meistens, um dass man den Geschmack Genau. rausschmecken kann. Ja. Wollen wir einfach mal probieren, wie uns das im Vergleich zu normalen Apfelmus schmeckt? Ja, gerne. Wollen wir beide gleichzeitig aufmachen? Meiner ist eher auf. Oh, ich habe Erster. Frauen. Ich habe Mit rutschige voller Hände. Kraft. Helf mir. Hilfe. Ausnahmsweise. Oh! Ach, so einfach. Psst, war wirklich schwer. Okay. Das ist mein Löffel. Dann nehme ich mir den noch da. Jetzt haben wir keinen großen. Wollen wir einfach hier so ein bisschen so rausnehmen. Ich probiere als allererstes den Pfirsich-Maracuja-Apfelmus. So sieht das Ganze aus. Mit Stückchen, Meiner sieht ne? schön orangig-gelb Mmh. aus. Leute, der Löffel war noch nicht ganz im Mund und Boah, lecker. ich musste schon Boah. jauchzen vor Geschmackserlebnis. Der schmeckt süß, der Aprikose. Boah, ich brauche Lecker. mehr davon. Das gibt es nicht regulär im Programm, glaube ich, vom Netto. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das ist köstlich. Nee, deiner Leute, kann nicht so gut schmecken wie meiner. deiner kann nicht so gut schmecken wie Hier, meiner. probier mal. Erstmal esse ich hier noch von. Das wird jetzt hier aufgemampft. Das Das schmeckt schmeckt. köstlich. Wow. Und das ist nicht so süß. Ich mag nicht, wenn Sachen so übertrieben süß sind. Das ist genau richtig. Das schmeckt auch vor allem richtig fruchtig. Das schmeckt gesund, süß und lecker. Wow. Das ist so ein richtiger Sommergenuss. Dabei haben wir noch nicht Sommer, aber egal. Also wenn. Der schmeckt aber sommerlich. Ja, hoffentlich gibt es den noch was länger im Sortiment. Ich werde jetzt mal deinen probieren. Muss ich nur im Vorratskammer Wenn auffüllen. der nur ansatzweise so lecker Nein, der schmeckt. kann nur leckerer schmecken als deiner. Also ich glaube nicht, dass der Warum? Bei mir besser. sind zwei verschiedene Früchte drin, also drei verschiedene Früchte. Ich weiß nicht. So. Da muss ich mich ja beeilen, du bist ja schon beim zweiten. Habe ich mir so viel in die Schüssel getan? Erstmal probieren. Was haben wir hier Dann jetzt? probiere ich jetzt Aprikose. deinen. Aprikose. Einen großen Blub. Blub. Der ist noch ein bisschen softer. Meiner ist noch ein bisschen, ich wollte jetzt schon körniger sagen, ein bisschen Bisschen bissiger. smooth. Deiner ist noch smoother. Wie ein Und Smoothie. welcher schmeckt mir wohl besser? Meiner. Meiner. Nein, das kann nicht sein. Also mir Das schmeckt ist dein. meiner besser. Meiner schmeckt mir am besten. Deiner ist auch super. Super lecker, Also bei dir Aprikose. schmeckt man richtig die Maracuja, Aber oder? hier auf Maracuja fahre ich total Und drauf das ab. ehrlich gesagt, ich meine, ich mag das, schmeckt sehr lecker. Hättest du den einzeln gekauft, hätte ich Rein gesagt, boah, damit. lecker. Aber Rein. ich finde den Aprikosen noch süßer, wie so ein Soleo-Eis, so Ja, das richtig. kann sein. Meiner ist jetzt nicht übertrieben süß und deiner auch nicht, aber meiner schmeckt dafür fruchtiger. Also so hat jeder Finde ich seine, jetzt nicht. ja, so dass diese Diskussion, die können wir noch den ganzen Tag machen. Vor allem meine Farbe ist so schön orangig. Der sieht noch kräftiger aus als dein Ist doch schön. gelben. So haben wir jeder unseren Favoriten für uns Das ist wie alleine. bei den Nimm-2-Bonbons. Der eine ist dunkler und der andere ist heller. Also die Kombination ist natürlich auch genial. Das kann man vielleicht auch in der Schale so schön anrichten. Halb, halb. Ja. Wollen wir das mal versuchen? Upsala. So viel wollte ich jetzt gar nicht. Wollen wir es anrichten versuchen? Oder artet das jetzt aus? Machen wir nachher, ne? Können wir machen. Ich habe mir gerade frisch reingemacht. Keine Zeit. Doch, komm, wir machen das. Komm mal her mit deinem. Ich muss noch naschen, Entschuldigung. Ich Oh, kann gar jetzt nicht hast du das aber aufhören zu schon. naschen. Versuch mal ein bisschen rüber zu bugsieren. Und jetzt tun wir hier die Hälfte des
Und beim hellgelbe. Flan, da gibt es ja auch halb-halb Schoko und Das Vanille. sieht jetzt Richtig. richtig gut aus. Oh, Vielleicht Hammer. jetzt noch ein bisschen Zimt drauf. Ich hoffe, man sieht auf der Videokamera den Farbunterschied. Herrlich. Also, gibt's beim Netto? Wie lange? Wissen wir nicht. Preislich, was war das? Ungefähr 1,99 die Ecke. Ja. Vielleicht noch ein Titsch weniger. Müsst ihr mal Ich bin mir nicht schauen. sicher. Wo wir die schon in den Himmel loben, Vor allem ist es ja was Gesundes, ne? kommen wir zu der Bewertung. Wir Jawohl. können bis zu 3 Sterne jeder vergeben. Und ja, gut, das ist eindeutig. Ey, meiner steht auf deiner Seite. Also, macht nichts, Nein, ich finde sie beide so toll. ich gebe Beide beiden bleiben auf Sternen jeden Fall volle drin. Punktzahl. Ja. Der kriegt noch einen kleinen Extra-Stern. Hast du einen? Nein, habe ich nicht. Den zauber ich eben. Ich auch. 6 Sterne. Und Wow. das gibt nicht einen kleinen Applaus, keinen mittelgroßen, sondern Riesenapplaus. Netto. Bitte regulär ins Programm nehmen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein kleines Däumchen oben und abonniert unseren Kanal. Wir haben noch mehr Produkte im Testlabor. Also, bis zum Bis nächsten Mal. dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.